Meine Damen und Herren, Ladies and Gentlemen, mein Name ist Peter und ich begrüße euch ganz herzlich zu The Hunter. Tja, das soll eigentlich kein wirkliches Let's Play werden, das soll eigentlich mehr ein kleiner Soundcheck werden. Ja, warum mein PC zurzeit ein bisschen Framerate-Probleme hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall habe ich jetzt ein neues Standmikrofon. Aber Rebelt ist da, Framerate, bitte. Fang dich doch. Vielen Dank. Ja. Jetzt werden sich manche wundern, wenn ich gleich was auspacken werde. Ich habe über die Waffe extremst abgelästert, da sie geldschnelle Reitwehr etc. pp. Aber ich werde die Waffe trotzdem, weil ich jede Waffe mir gekauft habe, trotzdem kaufen. Also ich habe sie mir gekauft und werde dann trotzdem weiterhin sie mal testen, gucken wie sie so ist. Zwei Stück Rebel, wie wir sehen. Ich habe sie mir eigentlich nur gekauft, weil sie ein 1er Absehen hat, was mir sehr gefallen hat. In der Beschreibung steht zwar deutsches Absehen, aber naja, ist nicht ganz fachkorrekt, möchte ich mal sagen. Ich hoffe, meine Stimmqualität ist noch gut. Zumindest besser als vorher. Mein Standmikro hat einiges an Geld gekostet. Jetzt habe ich für die neue Aufnahmetechnik insgesamt 400 Euro hingelegt. Ich hätte natürlich auch ein billiges Standmikro kaufen können, aber ich wollte es dann gleich richtig machen. Das Einzige, was ich euch noch nicht liefern kann, ist 2.1 Soundsystem. Aber ihr könnt es ja mal schreiben, ob ihr das auch euch auch erstmal so anhört, weil bis Montag werde ich das neue Headset, was ich mir bestellt habe, nicht da haben, weil ich kann ja die Transportgeschwindigkeit von DHL nicht beeinflussen. Und zwar habe ich mir das Logitech G930 bestellt mit 7.1 Soundsystem, was die Aufnahmen, denkt man, noch etwas verbessern tut. Deswegen auch bei 400 Euro, das kostet ja alleine schon 130 Euro, mein ganzes Equipment an Gedöns hier, 200 Euro. Ja, und dann noch ein paar Ports, die ich dazu brauche, etc. Naja, mal schauen. Habe ich gerade Ports gesagt? Ich meine natürlich Anschlüsse. Und nein, ich verwende keinen Mischpult. Das Headset kann man direkt am PC anschließen. Ich werde es euch mal mit in die Videobeschreibung reinpacken. Das soll auch eigentlich gar kein Let's Play werden. Das soll eigentlich mal so eine kurze Aufnahme werden. Weiterhin werde ich da jetzt immer an 1440p rendern, beziehungsweise nicht nur The Hunter, sondern auch andere Games. Aber ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob sich die Stimmqualität verbessert hat und warum das jetzt so lackt. Ich könnte gerade kotzen ein bisschen. Rein aus Interesse. Mal schauen, vielleicht stelle ich wieder um. Ich habe nämlich ein bisschen rumgebastelt in der Framerate. Und irgendwie spackt sie jetzt so rum, dass sie mich ein bisschen ankotzt. Aber naja. Ein bisschen tricky mit dem 1 absehen. Bitte geh hoch. Und alle beide liegen. Tja, die Waffe ist nur Level 1, noch nicht so ganz optimal damit zu schießen. Aber ihr habt sie mal kurz in Action gesehen mit dem 1er Absehen. Ist nicht so ganz optimal, aber naja. Das Sicherungssystem von der Maus finde ich sehr behindert, muss ich so sagen, wie es ist. Zumindest für diese Zeit. Damals war es ein sehr gutes Sicherungssystem, aber heute gibt es halt Handspannsysteme etc. pp. Die deutlich besser sind, muss ich sagen. Ja. Aber ne, wir werden die ausführlich testen, dann werde ich die bewerten, diese Waffe. Mal schauen.
linke Lunge, Leber, rechte Lunge. Das Problem ist halt, man hat keine Vergrößerungseinstellung, wir haben eine feste vierfache Vergrößerung bei dem Einser-Absehen. Und auf weitere Distanzen verdeckt das Absehen dann meistens die Fläche und gucken kurz auf den Boden, um zu gucken, wie die Frame jetzt so läuft. Das war jetzt eh nur ein Test, deswegen sollten noch nicht so viele klappen hier. Aber unter 18 sollte sie dann deutlich sinken, die Frame-Rate. Tja, der Popschutz ist auch ganz nice. Die erste Aufnahme war noch ein bisschen schlechter von der Qualität, die ist schon super duper, hoffe ich jetzt mal. Ja, und dann habe ich noch eine Idee für meine The Hunter Videos, das 6 und Abo Special wird natürlich auch kommen, hoffentlich, oder so. Ich werde jetzt hier kein Intro davor machen, falls sich einer wundert, das wird einfach nur Test genannt. The Hunter Test oder so, mal schauen. Naja, gut. Meter Eingeweide, rechte Lunge. Na gut, ich hätte gesagt, wir sehen uns dann im nächsten Let's Play, entweder der Hunter oder der Forest. Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr ein Let's Play halt nur mit 2.1 wollt, statt mit 7.1 Soundsystem. Wenn ja, dann mache ich noch eins. Wenn nicht, dann nicht, dann mache ich keins. Das soll nur eine Testaufnahme werden. In diesem Sinne, schaltet ein, wenn es nächstes Mal auch wieder heißt Let's Play irgendwas, keine Ahnung, mal schauen. In diesem Sinne, selbe Stelle, selbe Welle, wir sehen uns. Ich sage tschüss von meiner Seite und ja, tschüss. Oder so, ne, jetzt aber wirklich, ciao.